Ja, also hier V, W, eine Küche, C, U. Okay? Vorne hin und rückwärts. Wichtig ist, ihr schaut einfach neutral vorne, nicht nach unten so, nicht nach oben, sondern schön neutral. Okay? Gut. Und die eine Richtung, gleich macht richtig Sinn. Und wichtig ist, die Kuh, wo der, genau, wo der Füße mit Boden gucken, dass die Knie an den Boden stehen. Geht schon. Okay. Was wir machen jetzt, ist einfach mehr für den Schulterbereich. Die Buchstaben V, V, W, T, U. Mit Körperspannung, ich könnte es machen V, W, T, U. Oder mit ganz großer, schöner Spannung. Im Rücken. Wir haben dann 1 auf den Start. Gleich nach vorne gedreht. Spannung von der Fundamental. Und V, W, T, U. Und V, W, T, U. Und U. Und V. Und W. Und jetzt hier T. Und U. Schön Schulter hoch. U. Genau. Sehr gut. Das gleiche Variante, einfach auf den Boden. Füße in den Boden drücken, dass die Knie den Boden nicht berühren. Und Achtung, los geht's. V. W. T. Und U. Und ein V. Ein W wie ein Küken. Schön Ellbogen am Körper, T, Schulterhöhe und U, nur die Ellbogen im Inneren. Nochmals, V, W, T und U. Okay, Dankeschön.